Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und ihr seht hier ein neues Texture Pack. Ja, tatsächlich. Und zwar ist das das Painterly Texture Pack. Also das, dass man sich da selber zusammenstellen kann. Und das habe ich schon länger gemacht. Also das habe ich schon seit längerem bei mir in Minecraft drin. Aber ich finde es hässlich, ehrlich gesagt. Also ich finde das, was ich mir da selbst zusammengestellt habe, doch nicht so cool. Und ich wollte euch das aber trotzdem mal zeigen. Ich werde das jetzt. Eine Spinne auf unserem Dach. Ich werde das jetzt ein paar Parts hier drin haben. Dieses Painterly Pack. Und danach werde ich wieder auf das andere Mixcraft umsteigen, weil mir das eigentlich besser gefällt. Schreibt mal in die Kommentare, welches ihr besser findet, weil je nachdem, dann spiele ich vielleicht doch länger mit dem hier. Das hier ist Sand. Das sieht bei mir eben eher weiß aus. Aber das macht ja nichts. Dafür ist unser Schwert eigentlich ganz nice. Und wir gehen direkt diese Kuh hier töten. So, und ich habe mir was überlegt. Und zwar werden wir im nächsten Part jagen gehen. Ja, genau, wir werden jagen gehen. Und zwar, wie das Jäger so machen mit Schwert. Na egal. Also wir werden mit dem Schwert jagen gehen, nicht mit dem Bogen. Aber das macht ja nichts. Und zwar werde ich hier überall Fackeln hinstellen. Und, dann, sobald es Nacht ist, werden wir dann rausgehen. Dann sehen wir nämlich was. Monster spawnen ja trotzdem. Und dann werden wir mal von unserem Hund Gebrauch machen und mit ein paar Monstern uns anlegen. So. Das wäre schon mal soweit dazu. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Fleisch. Denn ich will mit mehr Fleisch da reingehen nachher in die Jagd. Wie nur mit zwei Stück. Deswegen müssen wir uns gerade mal noch Fleisch besorgen. Da hinten stehen doch auch schon direkt Schweine. Oh, da ist eine ganze Farm hier. Eine ganze Schweinefarm. Und zack. Oh. Da ist doch tatsächlich das Schwert kaputt gegangen. Und zack. Das hat sogar zwei Stück gedingst, oder? So, damit wir unseren Hund auch mal einsetzen können. Ja, das hatte wirklich zwei Stück. Weil sonst, oder Wolf, je nachdem, was das jetzt ist. Ich glaube, das sind Hunde, ist aber jetzt egal. Weil sonst huckt der einfach nur in meiner Bude. Boah, nochmal neu. Sonst huckt der einfach immer nur in der Bude rum und schafft nichts und wird fett. Deswegen müssen wir dem auch mal ein bisschen Freiheit gönnen, beziehungsweise mal ein bisschen aggressives Verhalten beibringen. So ein Hund sollte ja schon ein bisschen aggressiv sein. Gut, das ist totaler Quatsch, aber ist egal. Und ich habe mir übrigens was Tolles überlegt. Wir machen diesen Gang nicht komplett unter Wasser, aber das werdet ihr dann noch sehen. Das machen wir gleich. Oh, dieses Schwein hier will sich gerade selbst umbringen. Ich helfe ihm mal. Und zack. Die gehen wir jetzt braten, diese Fleischstückchen. Und danach. Alter, ist der Zuckerrohr hässlich. Guckt euch das mal an. Und danach werden wir uns an unserem Tunnel weiterbauen, aber der wird sich ein bisschen verändern. Der wird sich ein klein wenig verändern. Aber die Türen sind irgendwie schon nice, finde ich. Ja, der Hund sieht genauso aus wie bei dem anderen auch. Das ist, weil das hier auch nicht geupdatet ist. Das heißt, was wollte ich denn jetzt machen? Ach, stimmt. Nein, nicht! Bleib drin! Oh, jetzt muss ich ihn wieder rein. Dingsen. Na gut, eigentlich kann ich ihn ja draußen lassen. So. Dann verbrennen wir mal, oder verbrennen nicht, aber dann machen wir uns mal etwas Fleisch. Also hier ist voll. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt bin ich aus Minecraft rausgegangen. So. Aufgenommen. Ach, ihr solltet aber alles richtig aufgenommen haben. Ah, jetzt mache ich dann in das Falsche rein. Ich bin doof. So, und hier, ich bin gerade irgendwie total verwirrt, weil der aus Minecraft rausgegangen ist. Der Computer. So, jetzt haben wir das aber. Jetzt leckt das auch noch. Was ist denn hier gerade los bei mir? So, jetzt habe ich es aber. Oh, wir haben wenig Platz. Aber die Icons hier, die sind alle hässlich, muss ich sagen. Da habe ich nicht so toll gemacht mit dem Painterly Pack. Aber ich werde jetzt ein paar Parts mit dem Painterly Pack spielen und dann wird das gehen. So, jetzt haben wir auch genug Fleisch für heute Abend. Und dann machen wir da doch direkt noch Glas rein oder auch nicht. Zucker, den können wir da dabei machen. Das war unser erstes Seil. Das erste Seil, das wir bekommen haben. So. Und jetzt
Nehmen wir Sand mit. Den brauchen wir nämlich für das, was ich vorhab. Vorhabe mit dem, also als Weg. Denn wir werden das Ganze nicht unter Wasser machen, also zumindest nur indirekt. Wenn ich jetzt hier, dann kommt ja Wasser rein, gell? Wenn ich das, ja. So soll das auch sein. Und jetzt schwimmen wir hier mal hoch. So. Und dann kommen wir hier raus. Okay. So, Moment. Jetzt nehmen wir Sand. Ist das Sand oder ist das Sandstone? Das war ein Sandstone. Das ist so nicht geplant. Da soll Sand hin. Jetzt ist der weg. Naja, so. Und zwar versuche ich jetzt mal hier. Moment. Ach ne, jetzt wird das ja hier drin. Moment. Shit, das war. Achso, ich muss alles zubauen. Stimmt. Und dann ist es weg. So, jetzt ist kein Wasser mehr da. So soll das sein. Jetzt müssen wir uns hier wieder hochbauen. Und zwar werden wir das Wasser quasi spalten. Allerdings etwas mehr. Also es wird alles etwas tiefer nachher. Ja, gut. So, und jetzt geht das hier genauso weiter. Ich mache zuerst mal den Weg, so wie er nachher aussehen wird. Und dann muss ich da nur noch alles zubauen. So auf. Ah, dann mach doch. So. Oh, hier geht's aber ganz schön tief runter. Dann müssen wir das dann bauen wir den Weg hier mit Cobblestone. Also von da kommen wir. Und zack. Ihr seht jetzt vielleicht nichts, aber das ist egal. Ich baue gerade den Weg, auf den man nachher geht, mit Cobblestones hier. So, jetzt sind wir ja schon fast da. Und zack. So. Das hätten wir. Das ist also der Weg. Jetzt muss ich nur noch nebendran natürlich auch noch bauen. Denn da kommt dann gleich Sand drauf. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich das erklären soll. Also ich werde hier jetzt eben alles gleich voll machen mit Sand. Und wir werden dann quasi das Wasser spalten. Das heißt, wir werden einen Weg mitten durchs Wasser haben. Wer das jetzt nicht verstanden hat, ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht so richtig, wie ich es erklären soll. So. Jetzt haben wir keine Cobblestones mehr. Was kann ich denn noch nehmen? Erde haben wir doch bestimmt noch. Gravel geht nicht. Ah, Wooden Planks kann ich auch nehmen. Komm, haben wir eh genug. Und unter Wasser sieht man das auch nicht. Ach, waren auch nicht mehr so viele. So. Und jetzt machen wir hier Sand hin. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, man kann es sich vorstellen, was ich machen will. Also viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr hier, egal. So, und jetzt den nächsten Sand nehmen. Ist das hier Sand? Ja, gut. So, und hier erstmal den Weg bauen. Achso, da muss ich weg. Ich hoffe, man sieht das im Video, aber ich denke schon. Also ich baue jetzt hier eben einen Weg. Der ist jetzt noch komplett unter Wasser, aber das ist nicht so schlimm. Das werde ich noch ändern. Auch wenn das einiges an Arbeit ist und jede Menge Sand verbrauchen wird, aber den bekommen wir dann teilweise wieder. So, oh, müssen wieder hoch. Und zack. Shit, neuer Sand. Gut, dass wir so viel Sand haben hier. Dadurch, dass wir eben alles, also dadurch, dass wir dieses Unterwasserhaus ja gebaut haben, haben wir jede Menge Sand bekommen. So, das ist doch nice. Oh, aber einiges an Arbeit. Und da wird es dann nachher reingehen. Und zack. Und wieder hoch. Oh, hier haben wir jetzt ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Wir machen. Achso, nee, Moment, wir haben kein Problem. Das ist alles richtig.
Und zwar werde ich jetzt quasi einen Unterwassereingang da hinten hin machen. Also einen quasi Unterwassereingang. So, zuerst mal den Weg hier fertig machen. Oder ne, das machen wir anders. Den lassen wir hier aufhören. Den Weg. Das ist ja kein Problem. Da kommen wir jetzt auch oben wieder rein. Das sollte auch kein Problem sein. Schnell hoch hier! So, jetzt machen wir das schön ab hier, den Sand wieder. Der war schon mal direkt unnötig. Es wird dunkel. Naja, dann kann ich euch in diesem Part noch nicht so richtig zeigen, was ich hier genau vorhab. Ich baue hier noch schnell ein bisschen voll. So. Hier haben wir schon mal kein Wasser mehr. So, machen wir das mal so hier. Hier müssen wir jetzt überall gucken, dass da kein Wasser mehr ist. Da müssen wir müssen natürlich nachher wieder in der Mitte hier alles freiräumen, dass der Gang dann auch da ist, aber ich bin mal gespannt, wie das nachher aussieht. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf, weil dann haben wir ja einen Weg mitten im Wasser, quasi. Oh, shit, das war natürlich nix, hier daneben den zu setzen. So, und so langsam sollte der Part auch wieder seinem Ende hier zugehen, denn es ist schon Dingelskirchen. Aber wir sind jetzt auch hier fast fertig. Ja, so. Und dann gehen wir rein in die gute Stube wieder durch unseren neuen Eingang hier, der gleich wieder weggebaut wird. Egal. So, und das war's jetzt erstmal wieder mit Let's Play Minecraft. Bis zum nächsten Mal, dann werden wir jagen gehen. Also bis dahin. Ciao.